Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Wieder Michael Libat. Diesmal nicht wegen dem Rio-Nest, sondern wegen dem Onyx-Nest. Auf der anderen Seite links. Die anderen sind auch auf dem Weg, beziehungsweise sind schon da. Schauen wir mal, wie das ist. Ist nicht so fett wie die Sichlo-Nester und das Rio-Nest. Aber falls es nicht so saftig ist, dann kann man ja rüber zu den Rio schauen. Ich warte noch auf die Jungs. Tati war noch im Park. Dauert bis er kommt und Bagisch ist auf dem Weg. Da bin ich schon mal ein bisschen nach links gegangen nur. Und man sieht schon die Onyx, man sieht sogar noch rechts das Rion, also kann man theoretisch echt beides machen. Onyx gut für zweite Generation Stalos. Mal schauen, wo das ist. Gleich am Anfang des Parks, das schnappe ich mir noch schnell, bevor die Jungs kommen. Da sind sogar zwei an derselben Stelle. Also die schnappe ich mir auf jeden Fall. Jeder träumt davon, der Allererste auf dem Weg ganz nach oben zu sein. Jeder Versuch bringt dich schon ein Stückchen weiter. Onyx Nummer 1 war richtig schwer zu fangen, obwohl es das schlechteste IV hat. Schauen wir mal, ob Onyx allgemein so schwer zu fangen sein wird. Diese München-Map, ich komme ja nicht aus München. Aha, wo kommst du? Fürstenfeldburg, da war die ja mal gewesen. Ah, da, die haben auch eine Map jetzt. Wie, die haben jetzt eine Map? Auch sowas, für Fürstenfeldburg. Ach nee, ne? Ja, ja. Servus. Hallo. Hallo, ich kenne dich von YouTube. Das echt jetzt? Ja, ich habe ihn gesehen, da dachte ich, den Asiaten kenne ich doch von irgendwo, ja? Und da ich ja kein Europäer bin und Asiaten auseinanderhalten kann, dachte ich mir, okay, gut, das muss ja sein. Ey, die Onyx sind endhartnäckig hier. Ja, oh mein Gott. Abnormal, ja. Mann. Ja, nee, ich finde. Ich meine, Berge, Hyperball. Ja. Fast so wie Pikachu schon. Die sind dunkelrot. Die ist schlimmer als Pikachu. Pikachu ist einfacher zu fangen. Ich fand Pikachu nur mit Superball gerade. Also auf jeden Fall, ja, die haben eine Map, aber die ist nur noch bis morgen umsonst und dann muss man dafür bezahlen. Ist das vom selben Macher wie München? Nee, aber die benutzen dasselbe Ding. Also, ach so, so ist es schon bei okay, interessant. Das, die sieht dann genauso aus, nur für FFB halt. Nee, super Info. Ja. Weil ich fahr nur hier rein, wenn ich Familie besuche hier in München. Ansonsten in Fürstenfeldbruck. Da sollen viele Dragorans spawnen, habe ich gehört. Ich habe da bis drumherum, jetzt ja. Bin ich auf drei gestoßen. Das sind drei mehr als einen wir, Mann. Nicht gefunden. Einer hatte nur 124 okay. WP gehabt. Und aber gestern war doch einer ja, auch gestern Nacht, in ja. München, oder? Das war, ja, das war am Rand, das war gerade noch so im Radius von dem Radar, Mann. Echt jetzt? Ja. Ja, aber ihr habt doch hier massig. Okay, er muss die Dinger weitermachen. Auch massig, ja. Hatte Labras heute zweimal Lulpoi Park, aber ich habe noch geschlafen. Ja. Ja. Ja, ja, gleichzeitig. Also ich, warte, ich glaub mir, ich habe nicht den Superscanner, den ihr habt. Doch, natürlich. Du brauchst ihn auf die Internetseite gehen. Ich hab dir doch Link geschickt, Mann. Ach, so ist es das. Ja, was Labras sonst? Labras für Luxus ohne Ende. Ja, weißt du, was selten ist? Das Ding, Aerodactyl und so. Aerodactyl, ja. Ja, den brauch ich. Ja, der kommt gar nicht. Der hat mehr Relax und Labras in München. Es sind nur noch Relax und Labras da. Da ist doch ein Onyx angezeigt. Ja, der ist hier. Der ist da vorne. Das ist schon, aber das ist der, ein dritter sogar dann. Ja, ja. Ja, mhm. Onyx Nummer 3. Dimi, was ist los? Bist du krank oder was? Das Event geht erst ab morgen los, geh mit den Inkubatoren. Also kannst du ihn ausruhen. Hast du schon ein gutes Onyx Nummer 3? 96%. Oh, echt jetzt? Ja. Aber ich nehme, glaube ich, lieber den mit WP. Was ist das gute WP für Onyx? 700. Oh mein 700. Gott. Ab 700. Ja? Die bleiben einfach nicht drin. Ja. Da schau, der hat nur 568, aber 96%. Der bringt doch gar nichts. Dem verschwende ich doch keinen Sternstaub für Stalos. Ja, aber für Stalos brauchst du doch eh keinen Sternstaub verschwenden. Ja, deswegen nehme ich einen mit WP. Deswegen brauche ich den mit 96% nicht. Ja, aber der muss ja zumindest einigermaßen gutes Ding haben, Mann. Willkommen auf meiner Seite. Na, das war schon immer so. So ein Scheiß, nicht Mann. So. Am Anfang du warst nicht immer Anfang so. Du warst nicht immer so. Ja, am Anfang war echt nicht so. Weil Sternstoff zu krass. Ja, aber die IVs hat auch nichts mit Ding zu tun. Aber warte, du weißt schon, das sind die Basiswerte. Ja, aber du darfst nicht vergessen, dass auch wenn du einen mit niedrigen IV hast, dass er dann keine gute Attacke hat, kein guter Def und keine gute KP. Was? Attacke und Def? Ja, das sind doch die Basiswerte. Ja, genau. Aber die sind doch dann schlecht bei den schlechten Pokémon. Was soll? Okay, was hat Rizaros für einen Basisangriff wert? Was? Ungefähr. Rizaros. Keine Ahnung.
Was hat der? 190. Ja. Minimum. Minimum. Okay. Könnte auch 200. Und dann, wenn er zum Beispiel nur ein oder zwei Angriff hat, also ja, dann hat er nur einen mehr. Wenn er 15 hätte, hätte er nur 10 mehr. Ja, aber das ist doch viel. Was? Bei 190 sind 5%? 5%? Das ist viel, Mann. Das ist nichts. Doch. Also sind die 5% wert, so viel Sternenstock zu investieren. Es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Ich sag ja nicht, dass ich jetzt einen mit 500 WP pushe oder so. Ivy's End hat überbewertet. Glaub mir. Überbewertet schon, aber nicht, schau, aber nicht unterbewertet. Bei Dragoran ist was anderes. Bei Dragoran, ach so, warum ist es da was anderes? Ja, weil die schon sowieso High Level sind. Was? Bei denen lohnt sich ja Sternenstock zu investieren. Relaxo, Lapras. Dann nehme ich ja. Ja, aber ich nehme doch keinen 30%igen Relaxo und push den hoch, oder? Ja, das sag ich ja. Relaxo ist ja die Ausnahme. Relaxo, Lapras, Dragoran. Aber warum sind denn die Ausnahme? Rizoros zum Beispiel könnte auch sein. Rizoros 3. Ist echt so scheiße. Ja, du gehörst zu den Top 3. Er hat zweimal vierfach Schwäche. Ich komme mit einem 1000er gegen 3000. Ich weiß, aber trotzdem. Das ist nicht mal doppelt dreifach. Ja, dann lohnt sich ja Rizoros im Allgemeinen nicht zu pushen. Nee, nur Arena rein. Nur für Arena, ja. Genau, ja. Wir sind gerade auf dem Weg zu einer neuen, neuen Arena für die Jungs. Ja, okay, trainieren wir los. Die streiten sich gerade drüber, ob ich die runterhauen soll und dann reinstellen oder saftig 8000 pushen. Was die Jungs noch nicht wissen, mein verrücktes GPS kommt hier vielleicht nicht hin. Das heißt, es gibt nur einen Platz. Also die Jungs sind gleich fertig mit dem Pushen. Fehlt noch 401. Ich hab's nicht dahin geschafft zur Arena. Jetzt wird sich entscheiden, wer sich da reinsetzt von den zwei. Ich hab 3300. Ja? Ich hab jetzt 2,6 mit 1,6. Das sind 4200. Ja, aber ich hab's mit einem Laufgang geschafft, Alter. Aber dieselbe Zeit, es geht um die Zeit. Du hast ja viel schneller Flut. Guck mal, wir einfach viel schneller Flut hatten. Verpiss dich, Alter. Tust du rein? Na, mach halt du. Aber sicher? Ja, mach halt rein. Ja, okay. Danke, Tati. Mitte Januar mache ich Arena-Touren, oder? Steht schon alles fest, Mann. Hier, dein Freund, aufs nächste Ei. Wie ich den hasse, Alter. Das ist ein Soft. Wenn ich ihn sehe, dann muss ich immer an dich denken. Kommt Hong dahin? Kommst du nicht her, oder? Oh mein Gott, noch ein Ohr. Oh mein Gott, nein. Okay, der ist richtig scheiße. Ich könnte sogar zwei machen. Ach so, was? Hab du so gemacht, oder? Lapras, zack, und da kam einer. Nein. Onyx, zum Glück 94. Hoffe ich. Doch. Wird der kein Problem. Hier, zack, Lapras. Ich sag's doch, was du willst. Okay. Das ist eigentlich der komplette Park für Onyx, oder? Hier. Ja. Okay, selbst 94 ist schwer zu fangen. Oh mein Gott, das ist zu groß. Aber. Okay. Richtig Ballverschwendung, Mann. Selbst 94 WP, Mann. Bist du schon dort? Der ist dunkelrot. Ja. Aber bist du schon dort? Oh, fuck, ich hab gedrückt. Cousilla. Oh mein Gott. Richtiger Bullshit. Warte ich! Tick! Was passiert? Doch nicht so schlecht. 100% Kabuto. Der ist echt super saftig. Das habe ich noch nirgends so gesehen. Hast du den entwickelt? Nein. Hast du den entwickelt? Ich brauche noch 11. Ich entwickle den, glaube ich, gar nicht. Warum? Weil sonst besteht die Wahrscheinlichkeit, dass schlechte Attacke kriegt. So kann ich ihn eBay reinstellen und dann denkt er sich, oh, das vielleicht. Wenn du, das überhaupt, wenn es überhaupt kommen wird, sowas. Es ist ein 100%. Oh Mann, was hat er so? Endkrank. Ich bin voll der 100%-Jäger, Mann. Bist du das? Ja, ich glaube. Pikachu für zwischendurch. Pikachu, wichtigstes Pokémon. Aber hier ist es noch, gell? Hat Priorität vor Lapras und Galaxo bei mir. Wie lasst du? Über 50 jetzt. Ich bin gegangen und jetzt ab mit denen halt. Noch ein Onyx auf dem Weg nach Hause. Sie jetzt hat die leidet. Onyx echt schwer zu fangen. Ein exzellenter Wurf. So geil in der haut schon wieder ab, Mann. Schon wieder? Mein zweiter jetzt. Mein Gott, zum ersten Mal, dass er drin bleibt mit dem ersten Ball. Ich hab da mal gefragt, wer das ist, Alter. Endlich haben wir was zu essen gefunden. Wir waren bei zwei McDonalds, die hatten zu. Subway hatte auch zu. Dritte Wahl Burger King.
Aber bevor wir anfangen, habe ich noch was für Tati. Er hat das Video gesehen. Tati, in letzter Zeit, du leidest sehr hart. Du machst dir Sorgen, Timi ist hier auf den Fersen. Tue ich gar nicht. Doch, doch, natürlich. Aber um dir zu helfen, habe ich was für dich. Ich weiß nicht, was mit deinem Netz passiert ist, aber... Ja, wie konntest du es verlieren? Jetzt pass mal auf. Erzähl die Story. Ja, genau. Ich war in Fürstenfeldbruck auf dem Geburtstag, bin nach Hause gefahren, habe dann nebenbei immer ein bisschen was gefangen. Auf einmal ist es mir im Auto runtergefallen. Im Auto. Einfach hast du immer noch nicht gefunden? Und ich habe es noch nicht gefunden bis jetzt und ich habe gesucht. Und ich war heute heute mein Auto geputzt. Yeah. Ja. Keine Spur von dem Teil. Ich weiß nicht, wo das hingekommen ist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es beim, wo ich rausgegangen bin, ist es rausgegangen aus dem Auto. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden. Jetzt habe ich wieder eins, Dank Kong, ja, Go Plus, ist richtig nice. Weniger leiden, er hatte echt schon Stimmungsschwankungen, Barisch kann bestätigen. Ja, Mann, ich durfte keine Witze mehr machen, er hat mich gleich beleidigt. Das stimmt gar nicht, Mann. Das stimmt ein Tat. Das stimmt echt nicht, aber egal, es passt schon. Oh mein Gott. Oh yes, ich kann mich wieder aufzahlen lassen. Hier seht ihr meine Münzen, Tatis Münzen dürfen wir nicht erfahren. Warum soll ich dir das zeigen? Also für wirklich sowas. Ich denke, wird einiges verbergen. Wir wissen doch, dass du okay, wenn Goku Wai, ja, die besten Attacken bekommt. Solarstrom. Nein, wenn er bekommt Senkkopfstoß und Solarstrahl. Vision ist auch nicht viel schlecht. Dann zeige ich es, okay? Oh. Oh mein Gott, der zeigt mir die Kamera. Kriegt endselten Solarstrahl, gell? Endselten. Aber ich habe schon ewig viele Kokowais. Ich glaube, der kriegt's aber jetzt. Mit Senkkopfstoß. Konfusion. Oh mein Gott! Senkkopfstoß, Solarstrahl. Oh mein Gott, den kann ich jetzt. Und jetzt zeig den Shop. Den kann ich jetzt pushen, oder? Ein Mann, ein Wort. Oh mein Gott, das ist vierstellig. Zeig der Kamera. Oh mein Gott, das ist fünfstellig. Das war's von uns und vom Onyx Nest. War ganz cool. Wir haben sogar einen Zuschauer getroffen. Shoutout an dich. Und man kann dorthin gehen, wenn man noch Onyx Bonbons braucht für nächste Generation Stalos. Am besten, man kombiniert es mit dem Ospak. Ist echt relativ nah zueinander. Da kann man beides abchecken, ab und zu rüberschauen und Onyx holen. Wir haben 4-5 Stück, also Tati nicht, dem ist zweimal abgehauen, aber die sind echt schwer zu fangen. Aber es gibt schon relativ viele dort, also vorbeischauen lohnt sich. Und das war's von uns, wie immer, liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Facebook-Seite ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.